Herr Sommer, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Nötigung und Körperverletzung. Ja. Die Staatsanwaltschaft wird von Herrn Staatsanwalt Thielen vertreten und als Verteidiger Rechtsanwalt Langen erschienen. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Herr Sommer. Sie heißen mit Vornamen? Michael. Sie sind wann und wo geboren? Am 10.03.1957 in Mönchengladbach. Und Sie wohnen wo? In der Alfred-Schulz-Straße in 41006 Mönchengladbach. Mönchengladbach. Und Sie sind verheiratet und vom Beruf? Selbstständiger Steuerberater. Herr Staatsanwalt Thielen, die Anklage bitte. Dem Steuerberater Michael Sommer wird Folgendes zur Last gelegt. Der Angeklagte erzwang am 13.04.2000 mit seinem Suzuki Grand Vitara die Ausfahrt vom Parkplatz Alter Markt in Mönchengladbach, weil er nicht bereit war, dem Parkwächter, dem Zeugen Heinz Wilms, die Tagespauschale in Höhe von 50 Mark zu zahlen. Hierbei fuhr er im Schritttempo auf den Zeugen Wilms zu, berührte diesen mit dem Kotflügel. Der Zeuge Wilms wurde dadurch am Bein verletzt. Er wird daher angeklagt, durch dieselbe Handlung erstens einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt zu einer Handlung genötigt zu haben, zweitens eine andere Person körperlich misshandelt zu haben. Vergehen strafbar gemäß Paragraphen 223, 230, 240, 44, 52 Strafgesetzbuch. Strafantrag wurde rechtzeitig gestellt. Da der Angeklagte die Tat mit einem Kraftfahrzeug begangen hat, werde ich ein Fahrverbot beantragen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Sommer, ich muss Sie nach dem Gesetz darauf hinweisen, dass es Ihnen freisteht, Angaben zur Sache zu machen oder zu schweigen. Ich rechne damit, dass Sie es miteinander abgesprochen haben. Mein Mandant möchte aussagen. Sie werden aussagen. Herr Sommer, Steuerberater selbstständig, haben wir schon gehört. Was ist Ihr Einkommen in etwa? Ja, das ist unterschiedlich. Durchschnittlich vielleicht 9.000 Mark im Monat. Und Sie haben zwei Kinder? Zwei Kinder, ja. Wie alt sind die? 12 und 17 Jahre. Leben beide zu Hause? Ja. Und sind von Ihnen auch mit zu unterhalten? Ja, richtig, ja. Sonstige Unterhaltspflichten? Nein, keine weiteren. Und keine Vorstrafen nach dem Bundeszentralregisterauszug. Herr Sommer, Sie haben die Anklage gehört. Ja, ja. Haben Sie den Zeugen Wilms, den wir nachher noch hören werden, beim Wegfahren angefahren? Also die ganze Geschichte ist völlig absurd. Völlig absurd. Ne? Vielleicht darf ich den Hergang mal schildern, wie es wirklich gewesen ist. Ja. Das war also am 13.04. in der Tat zur Mittagszeit. Ich bin also mit meinem Wagen in die volle Mönchengladbacher Innenstadt gefahren, um ein paar Sachen einzukaufen, um abends dann mit den Kindern mal ein gemeinsames Essen zu machen. Die sind in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hatte nur eine halbe Stunde Zeit, weil um 14 Uhr hatte ich den nächsten Kundentermin. Bin also nach Mönchengladbach rein mit dem Wagen und auf den Parkplatz da am Alten Markt gefahren. Da parke ich sonst nie. Stell den Wagen ab, gehe zum Parkwärterhäuschen, ziehe meine Karte, schaue noch den Parkwärter an. Er nickt mir freundlich zu, ich nicke zurück. Ich mache meine Besorgungen, komme wieder zurück, gehe zu meinem Wagen, nicht, und denke jetzt, gleich brauchst du die Karte, gucke, alle Taschen durchsuche, die Karte ist weg. Nicht, unauffindbar, vermutlich im Supermarkt an der Kasse oder irgendwie beim Portemonnaie rausnehmen, ist mir die vielleicht rausgefallen. Nicht. Naja, wie auch immer, ich fahre mit dem Wagen vor zu dem Parkwärterhäuschen, lasse die Scheibe runter, da steht er auch schon. Ich sage, tut mir leid, guter Mann, ich habe die Parkkarte verloren, aber Sie haben ja gesehen, wie ich rausgegangen bin. Sie haben mir noch zugenickt. Nee, 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 sagt er, das kennen wir. Also darauf lassen wir mich nicht ein. Ich kann mir nicht alle Gesichter merken. Hier sind im Übrigen die Geschäftsbedingungen. Nicht? Und Sie haben also Tagespauschale zu bezahlen von 50 Mark. Und ich sage, lassen Sie mal gut sein. Nicht? Sie haben mich doch gesehen, wie ich rausgefahren bin. Ich war doch höchstens eine halbe Stunde weg. Das müssen Sie doch gemerkt haben. Nee, nee, das wäre so eine Ausrede. Und das kennt er ja. Nee, 50 Mark werden zu bezahlen. Also so ein richtiger Korinthenkacker. Der wurde zum Schluss sogar noch richtig laut. Ne? Sie auch? Ja, vielleicht ein bisschen. Ne? Aber ich habe mich dann doch bemüht, ruhig zu bleiben. Nicht? Also, ich weiß nicht, mit so einem Menschen. Das ist also, wurde richtig laut zum Schluss. Und dann habe ich ihm die Visitenkarte gegeben von meinem Rechtsanwalt. Ich habe gesagt, machen Sie das mit dem ab, wenn Sie sich an dem, wenn Sie was haben. Ne? Ich habe immer die Visitenkarte von meinem Rechtsanwalt dabei. Machen Sie das mit dem ab. Brauchen Sie die häufiger? Nee, den brauche ich nicht. Aber die Kunden fragen schon mal nach einem Anwalt und so. Ne? Und dann, ja, bin ich wohl vielleicht mit was quietschenden Reifen dann losgefahren. Ich war auch so ein bisschen in Rage, nicht? Aber der Parkwärter, der stand die ganze Zeit da neben dem Häuschen. Nicht touchiert? Nichts, auch gar nicht nichts. Entfernt? Gar nichts, absolut nichts. Ich bin nur geradeaus weggefahren. Rückspiegel geguckt? Ich habe noch in den Rückspiegel geguckt, da sehe ich, der wieder hinter mir wild gestikuliert, mir irgendwas nachruft.
Aber was das war, weiß ich nicht mehr. Ich bin dann nach Hause gefahren. Wie kommt der Parkplatzwächter dazu, Sie anzuzeigen? Ja, ich kann es auch nicht. Es kann nur eine billige Rache sein, will ich mal sagen. Also die ganze Geschichte ist völlig aus der Luft gegriffen. Wegen der 50 Mark? Bitte? Wegen der 50 Mark, meinen Sie? Die Rache wegen deshalb? Ja, oder wahrscheinlich, weil ich das nicht bezahlt habe. Nicht, weil er letztendlich ohne Geld da stand. Vielleicht hat ihm auch mein Verhalten nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Ich sehe da also eine billige Rache irgendwie drin. Ne? Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist also völlig aus der Luft gerissen. Das kann ich beiden, das kann ich beschwören. Da war nichts. Das kann man nicht als Angeklagter. Das kann man nur als Zeuge. Noch Fragen an den Angeklagten? Keine Frage. Moment, darf ich doch bitten, neben dem Verteidiger Platz zu nehmen? Herr Berger, bitte eintreten. Ich habe Herrn Jens Berger vorgezogen. Ich denke, das geht schneller mit Herrn Berger. Herr Berger, kommen Sie näher, bitte. Hallo. Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Berger, ich muss Sie wie jeden anderen Zeugen auch zu Beginn einer Vernehmung belehren, dass man beim Gericht die Wahrheit sagen muss. Das wissen Sie eigentlich, ja, denke ich mal. Aber wenn man es nicht tut, schwer bestraft werden kann mit Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten. Sollten Sie nicht beeidigt werden, wenn beeidigt, dann noch wesentlich mehr. Herr Berger, Sie heißen mit Vornamen Jens. Jens. Sie sind wie alt? 25 Jahre alt. Sie sind was vom Beruf? Ich studiere noch Sportwissenschaften im 8. Semester. Und Sie wohnen wo? In der Konradinstraße 2. Ich bin jetzt also vor kurzem umgezogen dahin und die aktuelle Adresse ist halt die Konradinstraße. Damals wollten Sie noch in Mönchengladbach. Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Nein, nichts. Herr Berger, ich nehme an, Sie wissen, weshalb ich Sie als Zeuge geladen habe hier. Ja. Es geht um den Nachmittag auf dem Parkplatz, Mittagszeit. Haben Sie irgendwas mitbekommen, ob der Angeklagte den Parkwächter angefahren hat? Ich habe nur im Vorbeigehen, als ich vom Einkaufen kam, gesehen, dass die sich da in den Haaren gehabt haben. Also die hatten sich gestritten, von wegen, wie der Herr Sommer sollte ja die Tagespauschale bezahlen, weil der Parkwächter ihm wohl nicht geglaubt hat, dass er das Parkticket verloren hatte. Und der Parkwächter hat die ganze Zeit gesagt, der sollte das ja bezahlen, er hat das nicht eingesehen. Und ich bin im Vorbeigehen halt dann an meinen Wagen gekommen, die Sachen reingepackt, die ich eingekauft habe. Da ist mir eine Milchtüte ausgelaufen. Ungefähr zwei Minuten später, als ich dann wieder hochgeguckt habe, sah ich den Herrn Sommer nur noch um die Ecke wegfahren. Und den Parkwächter am Anfang gar nicht, bis mir dann irgendwie aufgefallen ist, dass er am Boden lag. Und darauf bin ich dann dahin geeilt, habe dem dann hochgeholfen. Und er hätte mir dann von Schmerzen im rechten Knie erzählt. Aber ansonsten ist mir halt aufgefallen, dass es ihm gut geht. Also, der hat nur noch geschimpft. Sie haben ihn auf dem Boden liegen sehen? Ja, auf dem Boden liegen sehen. Da habe ich ihn auch aufgeholfen. Ja. Ja. Noch Fragen an den Zeugen? Augenblick. Keine Fragen, kann er nicht viel sagen. Ja, das stimmt. Wird auf Vereidigung verzichtet? Verzicht. Ebenfalls. 61 Ziffer 5. Vielen Dank, Herr Berger. Sie können Platz nehmen. Ja. Herr Wilms, bitte eintreten. Herr Wilms, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Wilms, ich muss Sie wie jeden anderen Zeugen auch vorab, bevor man mit der Vernehmung beginnt, belehren, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Das weiß man normalerweise, aber gerade Geschädigte weise ich besonders darauf hin, denn auch eine Übertreibung, Verschweigen von wichtigen Umständen, all das wäre auch eine Falschaussage. Und mindestens 3 Monate Freiheitsstrafe sollten Sie beeidigt werden, mindestens 1 Jahr. Herr Wilms, Sie heißen mit Vornamen? Heinz. Sie sind wie alt? 59 Jahre. Sie sind von Beruf? Parkwächter oder Parkwart. Selbstständig dort auf dem Gelände? Ja. Und Sie wohnen wo? In der Henriettenstraße 12 in Mönchengladbach. Und Sie sind mit dem Angeklagten nicht verwandt oder nicht verschwägert? Nein. Herr Wilms, was war jetzt da los auf dem Parkplatz? Ich habe den Parkplatz seit 5 Jahren gepachtet und so etwas ist mir noch nie passiert. Ich gebe Parkkarten aus, weil ich mir nicht merken kann, wie lange ein jeder parkt. Mhm. Und das ist
kann ich bei der Größe des Parkplatzes nicht behalten. Ja. Ich habe eine Tafel aufstehen, da steht drauf, dass bei Verlorengehen der Parkkarte eine 50 D-Mark zu bezahlen sind, die Tagesgebühr. Ja. Der Herr kam an, vielleicht hat er sich was für Besseres gehalten oder die Regel gelten nicht für ihn. Er hat gleich angefangen, mir seine Karte zu geben von seinem Rechtsanwalt, der wird das für ihn klären. Ich lasse mich. Sie stritten sich. Er hatte, das hatte ich vorhin so verstanden, er hatte ja geparkt dort, ja, wollte wegfahren und hatte keinen Parkschein. Die Parkkarte nicht mehr, die ist verloren gegangen. Er sagte vielleicht an der Kasse oder wo, hat er mir erzählt. Das kann ich glauben, das muss ich ja nicht glauben. Erinnerten Sie sich noch mal an ihn in dem Moment, dass er nur eine halbe Stunde oder eine Stunde Es gehen da so war? Viele Leute rein und raus. Also ich nicke schon den Leuten zu, aber bewusst ist er mir nicht aufgefallen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also so ist er mir nicht in Erinnerung behalten. Hm. Ja, also Sie haben sich dann kräftig gestritten. Ja, vielleicht wurde ich heute was laut. Er hat mich etwas überheblich, also von oben herab behandelt. Also das will der kleine Parkwart. 50 Mark für angeblich für die halbe Stunde, die er nur geparkt haben soll. Hm. Ja. Ja, und dann? Ja, ich lasse mich nicht einschüchtern. Und ich möchte mein Geld haben. Daraufhin bin ich vor das Auto gesprungen, um ihn am Wegfahren zu hindern. Ist ja mein gutes Recht, meine Ausgaben oder meinen Verlust einzuverlangen. Oh, was ist dann passiert? Ja, ich habe nicht gedacht, dass dieser Mensch mich anfährt oder umfährt. Der hat tatsächlich auf mich losgefahren und wollte ihn wegen 50 Mark umfahren. Sie standen vor dem... Ich bin vors Auto gegangen, weil ich merkte, er wollte losfahren. Da bin ich vom Parkhäuschen rübergesprungen vor das Auto, damit er nicht wegfahren konnte. Dann ist er losgefahren? Dann ist er losgefahren, dann bin ich auf die Seite gesprungen. Da hat er mich mit dem Kotflügel an der rechten Seite gestriffen und hat mir da Schmerzen Prellungen beigebracht. Völlig erfunden. Völlig erfunden. Wo sind Sie verletzt worden, ja, sagten Sie? Am ganzen Bein, also hier oben und am Knie runter, überall. Die Schmerzen ziehen sich das ganze Bein runter. Ich kann das nicht mehr so genau feststellen, wo er mich getroffen hat, weil ich ja im Schock rübergesprungen bin. Ich hatte Angst, er überfährt mich. Ja, ja. Mit was für einem Teil des Wagens hat er sich getroffen? Das muss der Kotflügel gewesen sein an dem Auto. Das war ein japanisches Auto. Also von der Seite? Von der Seite, ja. Vorne? Ich bin ja auf die Seite gesprungen, weil ich Angst hatte. Und da muss er mich mit dem Kotflügel am rechten Bein getroffen haben. Ja. Weil es in der Akte schon so ein bisschen unklar war, habe ich Ihnen schon mal Papier und Bleistift dahingelegt. Machen Sie mir doch mal bitte eine Skizze. Zeichnen Sie einfach den Parkplatz oder diese Ausfahrt ein, wo das Parkhäuschen steht, wo der Jeep stand, ja, wo Sie sich hingestellt haben. Und dann können wir ja daran sehen, wie Sie da wieder vorbeigefahren sind. Zeigen Sie mir es mal. Ich darf vielleicht bitten, bleiben Sie noch mit hier vorne stehen. Ich darf vielleicht alle Beteiligten mal bitten, dass wir uns das mal ansehen. Wo ist jetzt das Parkwärterhäuschen? Das ist das Parkwärterhäuschen. Das ist das. Wo ist der Jeep? Der Jeep kommt hier und stand dann nachher hier und ich stehe hier. Direkt davor? Direkt davor. Also ich bin davor gesprungen, weil ich ihn nicht wegfahren lassen wollte, weil ich mein Geld haben wollte. Ja, und wo standen Sie jetzt, wenn man diesen Jeep hier sieht, wo standen Sie jetzt? Er ist so rausgefahren auf der rechten Seite und muss mich dann mit dem rechten Kotflügel die ganze Seite... Dann müssten Sie ja eigentlich fast ein bisschen mehr hier gestanden haben. Ja. Oder standen Sie nicht doch eher mehr am Parkhäuschen? Nein. Dann hätte er mich ja nicht getroffen, wenn ich hier am Parkhäuschen gestanden hätte. Also der hat die ganze Zeit hier neben seinem Parkwärterhäuschen gestanden, sonst das nichts. Meinen wir wohl. Gar nichts anderes. Das ist mir völlig unerklärlich. Wie soll ich mich denn sonst verletzen? Ja, das nehmen wir als Anlage 1 zu Protokoll, nach allseitigem Augenschein. Oh, passen Sie auf, dass Sie mir nicht auch noch fallen. Ich habe noch was gemacht. Ein Maßstab ist normalerweise auch nicht immer auf dem Platz. Klappen Sie ihn mal aus, seien Sie so lieb. Und halten Sie ihn mal neben. Stehen Sie auf, seien Sie so nett. Halten Sie ihn mal neben sich.
80, 90 Zentimeter ist wo? Was ist jetzt das? 80 ist hier. 80 und 90 ist noch ein bisschen höher. Ja. Das wäre dann hier in der Hüfte. Also, Kotflügel in dieser Höhe hat sie dann da getroffen. Ja, hier im Bein habe ich die Schmerzen. Ob der mich jetzt hier oben, das glaube ich nicht. Mehr hier in dieser Richtung. Ja, womit soll er sie dann getroffen haben, wenn so tief? Nehmen Sie mal Platz, seien Sie lieb. Ich habe vom behandelnden Arzt mir einen Attest geben lassen. Manfred Kaiser, Facharzt für Chirurgie. Herr Wilms befindet sich seit dem 14. April in meiner ambulanten Behandlung. Ich bestätige hiermit das Vorliegen von etwa 3x4 cm großen oberflächlichen Abschürfungen subpatellar an beiden Knien. Knien. Kein Anhalt für knöcherte oder limaginäre Verletzungen mit freundlichen Grüßen und auch keine Prellungen. Das heißt, das Bild hier passt nicht zu dem Geschehen, was Sie eben sagten. Verteidiger. Tja, das sieht so aus, als wenn Sie uns hier nicht die Wahrheit sagen würden. Wie erklären sich das, dass Ihr Arzt Sie es bescheinigt, dass Sie ausschließlich an den Knien verletzt sind und der Kotflügel im Wagen meines Mandanten Sie an der Hüfte getroffen hat? Ich habe dem Arzt von den Prellungen nichts erzählt, weil ich bin alleine auf dem Parkplatz. Ach bitte, Herr Zeuge. Würden Sie den Zeugen bitte noch mal an die Wahrheitspflicht hier im Gerichtssaal erinnern? In der Tat. Ich habe es vorhin auch getan von Anfang an, Herr Wilms. Diese Verletzungen passen nicht zu Ihrer Schilderung. Da möchte ich gerne eine andere Aussage machen. Ich möchte meine Aussage widerrufen. Ach. Ich höre. Der Wagen ist weggefahren. Ich bin ihm nachgelaufen und bin dabei hingefallen. Dabei habe ich mich so geärgert. Erstmal über die Behandlung durch diesen Herrn, will ich mal sagen, wie er mich oben herab behandelt hat. Und daraufhin habe ich gesagt, so, jetzt will ich ihm das zeigen. Und dann habe ich aus Wut eine Anzeige gemacht. Hervorragend. Das möchte ich dann, die noch Aussage. Noch Fragen an den Zeugen? Und ich nehme an, auf Vereidigung wird auch verzichtet. Noch Fragen? Nein, keine Fragen. Verzicht 61, Ziffer 5. Bitte nehmen Sie Platz. Laufen Sie nicht weg. Hören Sie sich ruhig das Urteil an. Ich denke, es werden noch ein paar Worte zu Ihnen auch gesprochen werden. Ich schließe die Beweisaufnahme. Ja, es kommt, Gottlob, auch immer mal wieder so, wie es jetzt kommt. Die Staatsanwaltschaft beantragt Freispruch. Die Staatsanwaltschaft kann immer nur so gut sein, wie die Informationen, die sie bekommt. Und wenn sie falsche Informationen und vermutlich vorsätzlich falsche Informationen bekommt, dann kann es mal zu einer Anklage kommen, die nicht gerechtfertigt ist. Aber das muss dann unverzüglich bereinigt werden, indem Freispruch beantragt wird. Und das tue ich hiermit. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Thiel. Herr Verteidiger. Verehrter Frau Vorsitzende, verehrter Staatsanwalt. Ja, es ist in der Tat ein Fall, wo die Verteidigung sich dem Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft hundertprozentig anschließen kann. Es muss hier freigesprochen werden. Ich will mich daher auch kurz fassen, aber möchte doch an den Zeugen noch den Hinweis geben, dass das so nicht geht. Und ich werde mich mit meinem Mandanten noch beraten, was wir nach dieser Hauptverhandlung machen. So kann man einen nicht beschuldigen, ein unbestrafter Mann, ein Steuerberater. Stellen Sie mal vor, der wäre hier verurteilt worden und hätte noch standesrechtliche Probleme bekommen und hätte noch da weitere Auswirkungen gehabt. Das ist ungeheuerlich. Ich danke mich. Danke, Herr Verteidiger. Ja, Sie haben auch noch das Wort. Ja, ich kann nur noch mal sagen, ich finde das eine Unverschämtheit, diese Verleumdung von diesen Menschen. Nicht? Ich möchte mich dem Wort meines Anwalts anschließen und überlegen, ob da nicht noch was zu machen ist. Nicht? Ja, bitte erheben Sie sich, meine Damen und Herren. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Natürlich war hier frei zu sprechen. Und nicht nur mangels Beweises, wie es häufiger vorkommt, sondern dieses Mal wirklich wegen erwiesener Unschuld. Aber gerade zur Unschuld will ich zu Ihnen noch was sagen. Sie beklagen und ärgern sich über die Situation, in die Sie hier gekommen sind. Zu Recht. Und weisen darauf hin, was für eine Gefahr daraus hätte erwachsen können.
Aber so ganz unschuldig an dieser Situation gebe ich Ihnen nur mal mit auf den Weg zu bedenken, sind Sie auch nicht. Guter Mann, habe ich mir notiert. So ein Mensch. Das heißt, Sie wissen ganz genau als Steuerberater, Geschäftsbedingungen sind Geschäftsbedingungen, die 50 Mark waren fällig. Wenn er kulant sein will, okay. Und wenn man dann so überheblich ist, dann kommt es genau zu so einer Situation. Keine Vorwürfe, ich gebe es Ihnen nur mit auf den Weg, um mal darüber nachzudenken. Und Ihnen gebe ich noch wesentlich mehr mit auf den Weg, Herr Wilms. Man kann sich ärgern. Darüber. Man kann sich hochschaukeln lassen. Man geht zum Arzt, lässt sich behandeln. Dann hört es aber mit dem Ärger auf und man setzt dann seine Ansprüche zivilrechtlich durch. Dieser Ärger muss verrauscht sein, bevor man zur Polizei geht. Einen Unschuldigen derart zu belasten, das ist eine grobe Unverschämtheit. Anders kann ich es nicht mehr bezeichnen. Es hätte hier durchaus anders ausgehen können, wenn diese Verletzungsfolgen, die attestiert worden sind, zu dem Geschehen gepasst hätten. Denn wir hatten ein gewisses Indiz, denn sie sind auf dem Boden angetroffen worden mit einem Zeugen. Mhm. Reifen quietschen oder irgendwas schnell. Also es hätte für eine Verurteilung möglicherweise ausgereicht. Ja, ich hoffe, Sie werden es für die Zukunft merken. Sie werden jetzt noch mehrfach Post bekommen, von der Staatsanwaltschaft mit Sicherheit ein Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung. Da muss der Verteidiger gar nichts groß sich überlegen. Das wird von Amts wegen passieren nach dieser Verhandlung. Und Sie werden einen Brief von der Staatskasse bekommen, die sich mit Sicherheit die Kosten dieses Verfahrens von Ihnen erstatten lässt. Und die werden nicht zu knapp sein, denn wir hatten einen Verteidiger auch noch dabei. Gegen dieses Urteil haben Sie natürlich kein Rechtsmittel, aber die Staatsanwaltschaft hat das Rechtsmittel Berufung und Revision. Der Staatsanwalt schüttelt bereits den Kopf, das nehme ich als Verzicht auf Rechtsmittel. Dann gebe ich zu Protokoll, die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Das Verfahren ist damit rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen.